Weißt du? Neffe von Jörg? Nee, warte mal. Ach. Ich halt. Nee, warte mal. Hey, du? Mit den zwei Tauern, die vielleicht drei werden, wenn du möchtest, weil es ja deine Stadt. Und du musst sagen, was du möchtest. Ich liebe dich. Wer so schöne Türme bauen kann, wo man die Schönheit einer Frau beschreiben kann. Einfach indem man sagt, ich gehe mal auf die andere Straßenseite. Mal sehen, wo das Ende ist von diesen Türmen. Oh, geht immer noch nicht. Weißt du, New York, ich liebe dich. Ist nämlich immer noch nicht fertig. Mein Gleichnis. So, Frau beschreiben. Selbst wenn tätowiert ist. Machen wir es so. Du tust gewonnen habt. Okay? Besser. Besser du als ich. Und gleich kommt der kleine große Riese, der einem beibringen kann. Denk dran, da hast du geflunkert. Man muss sagen, ja, aber ich wurde hochgehoben und Räuber Hotzenplotz und Kissenschlacht. Ja, wenn du mich dran erinnerst. Jesus Christus. Ach, das meinten die mit, man soll nicht fluchen. Oh, wie praktisch, dass dich gibt. Also, dass du lebst. Darf ich dich zitieren? Mit Quellenangabe? Ich habe neulich deine Diözese gelesen. Diagnose. Die Bibliografie. Oh Mann, bin ich dicht. Ich sollte Dichter werden. Nö, da verdient man nichts. Lieber Schreiner oder Tischler oder Zimmerer oder Metzger oder Gärtner oder Sozialpädagoge, die verdienen wenigstens regelmäßig Einkommen auf ihr Einkommen, Blatt Papier. Wenn Gutarbeit nichts mit Judaskuss zu tun, wer sind die süßes Mädchen mit den Tattoos, die aussehen wie mein Gedicht? Krämer oder fleischlos Dönerladen tät auch nicht schlecht. Oder Friseur. Nagelschleifer. Oder sowas. Literaturprofessor, der noch weiß, was Literaturschreiber meintete. Onkel Doktor. Liederschreiber, der den Menschen was vorsingt und kein Nachrichtensprecher ist und damit noch Geld verdienen kann. Hauptberuflich sowas wie Hannes Wader sein. Oder Taschengeldprinzessin. Hauptsächlich süß. Oder Mädchen, die bei Ska-Musik voll abrocken kann. Wahrscheinlich kann die auch Berge hochkraxeln. Wie Verena. Oh, da habe ich noch, wie heißt das? Einen Mund vergesst. Ist halt gefährlich, sieht sportlich aus. Nur für die Welt. Manda hat gemacht. An der Stelle, wo sie sagte, warum sich Kulanek in sie verliebt hat. Ich bin der Meinung, sie soll sich in Hell verlieben. Ja, aber das fällt leicht. Ein bisschen bin ich halt der Meinung, Stefan Hell wäre jetzt der Richtige. Habt ihr mal die Süßigkeiten dort gesehen? Die sind braun und vielleicht auch. Ihr gehört alle in die Hell. Severin ist translated.
Oh, it's a little loud. Egal. Hauptsache, nichts geht kaputt. Da könnte überall Fliege drin sein. Darf man nicht kaputtet. Und warum bist du ein Vergewaltiger? Ach, aus Versehen. Das würde ich jetzt aber so auch sagen. Ich beendige. Warte mal. Ich finde. Closed. Closet. Ich sehe keinen Unterschied zwischen Dings und Dings. Klar, man kann mich Reinhard Hell nennen und man kann mich Dilly nennen. Eins davon ist irgendwo irgendwie. Und True Loves würden sagen, auch das ist Stefan. Tut irgendjemand mal süß gehört haben? Silikusa? Das ist ja wohl die Krönung. Los, Trillerpfeif. Mein Zweierfolg macht da überhaupt keinen Sinn. Na, denk dran, ich hab die inzwischen benannt. Und ich hole nur Freunde von uns raus, Silly. Nur Freunde. Präsis. Und Präservativis. Und Elefantis und Seekühis. Und ich wollte das nur sagen, Silly. Ich hab dich so lieb. Und im Zweifelsfall hab ich dich noch lieb. Und wenn man da uns alle rausholt, und ich zitiere böse, weiß ich, auf wessen Seite ich stehe. Auf unschuldig. Und ich würde die Anzeige gegen die so gern zurücknehmen. Nicht vergess, wenn Manda uns alle rausholt, muss ich leider dafür sorgen, dass ich sage, da meine Hand, schnell halt dich fest, Manda. Ich hab dich lieb. War halt die erste Freundin von Martin Kulanek. Und ohne kleiner Junge, der Zeugen beseitigt wird, tät vielleicht seine Frau. Ein kleiner Junge wäre verheiratet. Was kleiner Junge sich wünscht wegen Lernen am Modell in Nachbarschaft. Frau könnte ihn zur Arbeit schicken. Glaubhaftiger. Nicht Arbeit macht frei. Gleichzahlen macht frei. Kann man Krämer mal was schenken? So einfach so. Tut mir sein wertvoller, glaubhaftiger. Und so. Diese Norm möchte ich bei mir wiederherstellt. Ich lieb. Weißt? True lovest. Oh, true fire knöst. Das heißt gar nicht breit. Das heißt breit. Was denn jetzt süß? Dann gibt's aber zwei, drei Dings, die tun tät. Ich berufe mich auf die Logistik der katholischen Kirche. Personalausweis und Tätowierung tät auch tut. Ach ja, die griechisch-orthodoxen, die koptisch-orthodoxen, die russisch-orthodoxen, die römisch-orthodoxen, die Trula, Troheigernis-orthodoxen. Bei mir sind die gerade irgendwie benannt New Yorker. Habe ich mir jetzt so erdacht. Muss man mal tun. Bin ich der Meinung. Die Süßiges. Bin ich aber der Meinung. Ich meine,
Ich kenne die ja gar nicht. Könnt ihr versuchen, dass Manda, Silly und mir nichts passiert? Bitte, bitte, bitte. Oh, passieren tut nur was, wenn Braun in die Nähe kommt. Braun, das sind diese. Naja, das gab's mal im Geschichtsbuch. Die haben so Kärtchen verteilt. Du nimmst den gelben Stern und wir nehmen das Hakenkreuz. Ich bin für... Ich möchte Traualtar-Kärtchen. Da, wo ich mich überall blicken lassen kann. Weil meine Frau mich zur Arbeit schickt. Hey, Trula. Mit Evolutionsantrieb, den ich nicht mehr erwähnen möchte, weil ich ein Zweiter bin. Ich bin kurz in meiner Drogenhöhle. Kannst du kurz auf das Dings aufpassen? Ist da neulich gesichtet worden und rausgekocht. Will vielleicht keine Drogen. Oder erst, wenn Papi sagt, so ist okay. Hol ich im halben Jahr wieder ab. Du musst mich vielleicht dann dran erinnern, dass das von mir kommt. Truheigernis. Nee, warte mal. Truebene. Süßigkeit. Hey du, weiß mit Gelbhaar? Ich klingel dann noch einmal bei dir. Alle Wohnungen, die ich kenne. Du machst auf oder du machst nicht auf. Du lässt mich rein oder du lässt mich rein. Ich mach dann Tattoo am Nacki, damit du weißt. Rentnerreise. Ja, ist möglich. Ja, verdient tust du ab. Ab. Ja. Du kein Braun in deiner Nähe? Ich kulack dich. Denk dran. Musst du dir anhört. Der wird sagt. Aber wir machen jetzt einmal auf Alternativ und Strafminderungsprostituierte von mir, die eigentlich Stefans Ehefrau ist. Wird nicht hört. Würde er wohl sagt. Nee, Ben. Ben Dings. Benji. Jumping. Ich rauf Silly mal kurz ihre Marke weg. Ich will, dass die gesund dingst. Was, ihr Freund? Ja. Ich habe gerade das Problem, dass ich nicht weiß, woher ich dieses Lied kenne. Und wie alt ich bin. Ja, eigentlich wollte ich Dings fragen, aber wenn die jetzt älter ist als ich, dann sind wir alle so um die 60. Wirklich. Zum Glück habe ich keine Ahnung von Endungen. Also Grammatik. Also mal so Metaebene gesprochen. In der Philosophie from the Trua. Naja, die wissen ja. Ganz normales. Ach so. Hat Englisch gelernt. Und kommt mit den Endungen nicht klar. Kinderkrankenschwestergehabe ist legal. Illegal. Was meinst du? Man muss da einfach 10 Minuten dran rumschmieren. Und besser keine solche Salbe, weil sonst riecht nur gut.
Hey du, darf ich dir helfen, dich wieder in Ordnung zu bringen? Also, und so. Niemand tut sein so hübsch wie Filtergeist, Papi. Niemand. Kannst du mir helfen? Bitte. Tempel ist dein Haus. Du bist der Hausherr. Ich bin nur Mieter. Und ich möchte, dass jeder überlebt. In jeder Dimension. So oft, wie du mir erlaubst, dumm sein. In Liebe gesprochen. Du. Intelligent. Und du. Ich. Intelligent. Mir geht's nur darum, dass ich mein Fickfleisch bekomme. Nur darum. Wirklich. Und dass es so den Spiegel setzt, dass ich es auch gut behandle. Und den Spiegel höher setze und gut behandle, dass ich dieses Wort Fickfleisch vergesse. Am Schluss heißt es dann, ich liebe dich, glaube ich. Es ist wie diese ganze Kacke, die ich jetzt hochladete, mit Duktisch. Das sind gefährliche Menschen, die wollen Fuß in irgendeine Industrie haben. Ich liebe dich. Ist mir egal, ob du mich verschlagen lässt. Ich liebe dich. Kannst du das basteln? Bitte. Bitte.